5 Fünfer Sternenstaub Event Eier, damit zweitens wenig Pokémon Go. Das sind hier alle noch die Event Eier und da werden einige Folgen in diesem Video mit Mankey. Ich habe jetzt schon alles gehabt zur Genüge, aber die ganzen Eier müssen natürlich noch auf und Moment mal ganz kurz. Ich habe mir jetzt hier auch die Wettkampfpunktetabelle geöffnet, weil ich das ja live sowieso immer spoilere. Sehr schön. Hunduster. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, Hundemon gesagt und ich weiß dann immer, wann es gute EV sind. Zum Beispiel, das sind gute EV. Ein Hunderter wären 634. Und dann kann ich zum Beispiel live ausrasten, wenn ich einen Hunderter bekomme. Ist der 3.10., aber ich werde noch einige Eier im Voraus öffnen. Das Video kommt vermutlich genau dann online, wenn ich in Prag bin, denn ich werde auch die nächste Safari-Zone. Damhirplex ist echt ein häufiges Pokémon aus den Event-Eiern. Auch gute Werte. Hey, das fängt ja schon mal schön an. Jo, ich werde nämlich jetzt gerade in Prag sein. Nächste Safari-Zone, nochmal Schanera etc. abstauben. Wer wissen möchte, ob man die Safari-Medaille jetzt zweimal bekommen kann oder nicht. Auf Twitter habe ich das bestimmt schon gepostet oder auf meiner Website. Da kann ich nämlich jetzt ordentlich dann berichten. Ich habe aber kein einziges Hunderter bisher bekommen, was ich sehr schade finde. Aber die sind alle extrem gut jetzt hier. So, letztes Fünfer-Ei für nun erstmal. Aber wirklich, ich habe so viele Eier geöffnet. Einmal hatte ich ein 0% Pokémon sozusagen, also 0% von den Eiern her. 10, 10, 10 ist der schlechteste Wert aus einem Ei. Hatte ich mal, aber kein 100er und nur ein 98er. Also da hatte ich echt Pech, muss man sagen. Na gut, brüten, nächste Eier, auf geht's. Nice. 4 Eier, davon 3 Zehner. Weiter geht's. Ein Zweier geht dann ebenfalls noch auf. Und ich muss, bitte lasst mich nicht vergessen, ich muss danach Miltank. Ich muss danach, warum habe ich mich gerade so gefreut über Miltank? Die Brutmaschinen will ich noch kaufen, denn ein Halloween-Event wurde angekündigt und mal schauen. Also 3.10., letzter Tag, wo es die Boxen gibt. Und da ist das Zweier-Ei mittendrin. Also Halloween-Event 2016 war ja unter Schanera, unter anderem doppelte normale Bonbons beim Brüten, Fangen etc. und vierfache Buddy-Bonbons. Boah, ein ganz schlechtes, unter 800. Und sollte es doppelte Bonbons geben, naja, dann kann sich das Brüten definitiv lohnen. Und die Pakete mit den Super-Brutmaschinen, ach okay, ein Miltank in Ordnung, zwei, da fängt es aber an. Genau, die Pakete mit den Super-Brutmaschinen wird es ja nicht mehr geben. Und die ganzen Zehner vielleicht schneller wegbekommen, etc. Lokmodule gratis dabei, werde ich mir, glaube ich, noch kaufen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viele. Ich will es auch nicht übertreiben. Einerseits Inventarplatz, andererseits, ich bin jetzt in Labras. Schöne Sache. Ich bin jetzt zwar gerade in Prag, aber in Wahrheit noch nicht, wenn ich das Video aufnehme. Und ich will mir mein Inventar nicht vollkleistern, denn das sind alles Inventarplätze. Und ich will Pokebälle, Horten etc. Also, schauen wir uns die ganze Sache mal an. Das ist nämlich gerade mein Inventar, 1461. Und ich habe eigentlich für Prag extra ein bisschen vorbereitet und bin knapp am Limit. Die ganzen zerstöre ich immer sogar die Top-Tränke mittlerweile. Im Moment Beleber, nein, alles belebt nach dem Suicune-Raid. Weg damit. Ich besitze, okay, paar TMs, paar Sonderbonbons für Mewtwo, Raid-Pass und 345 Pokébälle, Superbälle, Hyperbälle. Und die brauche ich definitiv für Prag. Von daher, die ganzen Bären verfüttere ich immer, außer Sanana-Bären. Goldenen will ich mir auch ein paar aufheben. Ich mache es folgendermaßen. Ich behalte mir nur 3 Entwicklungs-Items von jedem Stück, denn die bekomme ich sowieso wieder. Das sind auch nochmal einige Plätze mehr. Und jetzt kaufe ich mal was. So, das sind noch ein paar Zehner, die bald aufgehen. Dann stecke ich ein Zweier-Ei in den Unendlichen. Wie viel habe ich noch? 1, 2, 3. Und 3 brüten gerade noch. Davon hat eine nur noch eine Anwendung. Und jetzt hier im Shop. Diese Boxen gibt es noch. Ich habe 9.620 Coins. Das ist mal das Paket, welches am besten ist für Brutmaschinen. Da kostet eine Brutmaschine umgerechnet 160. Aber man bekommt sogar diese ganzen Lokmodule gratis und die Brutmaschine brütet eben schneller. Was auch bei einem Event lohnenswert ist, aber ansonsten natürlich nicht. Von daher, ich zähle mal kurz mit. So, jetzt habe ich 3 volle Brutmaschinen. Dann habe ich 6 volle Brutmaschinen. Machen wir 9 auf jeden Fall. Jetzt habe ich einmal die volle Ladung noch. Heute brüte ich noch ein bisschen was aus, bevor das Event endet. Ja, und machen wir nochmal 9. Obwohl, boah, die Lokmodule horte ich ja dann auch. 1, 2 und die Nummer 3. Ach, wisst ihr was? Einmal geht noch. So, jetzt ist aber Schluss mit diesen Brutmaschinen. Und Lokmodule werde ich dann in der Stadt ein bisschen zünden. Ich gebe einen aus, Leute.
Und das war's. Jetzt brüte ich noch und dann melden wir uns später wieder. Machalo. Oh mein Gott, Leute, ich habe gerade ein Ei vorhin ohne Video geöffnet. PewDiePie, zoom mal bitte ran, während ich die Bewertung mache. Ein 100er kann es im Kampf mit allen aufnehmen. KP ist seine beste Eigenschaft. Angriff ist klasse. Verteidigung ist klasse. Sind wirklich hoch. Doch kein 100er. Okay, tschüss. 6 hours later. Und ich bin nochmal zurück mit einer Ladung an Eiern. 4 Fünfer und 2 Zweier, wenn das korrekt ist. Das sind jetzt die letzten Event-Eier. Ich glaube, eines ist sogar schon dabei, welches nicht mehr vom Event ist. Und da haben wir es direkt. Ein Quapsel. Denn Quapsel gibt es ja, also gab es im Equinox-Event nicht, sondern nur normalerweise. Das heißt, jetzt können wir mal wieder die anderen ganzen Pokémon, 5. 10. die anderen Pokémon erhalten. Und genau. Mich soll es nicht stören, um ehrlich zu sein, denn jetzt am Wochenende bin ich ja in Prag und da wird es Slimer. Das ist wieder ein Sternenstaub-Ei. Und da wird es ja nochmal Chanera, Lavita und Kokage für mich regnen. 708, genau so eines hatte ich schon mal im Event jetzt. Ja, was machen wir nur mit diesen ganzen Pokémon? Soll ich irgendeines davon entwickeln und hochpushen? Aber wie gesagt, ein 100er war leider nicht dabei. Ein 98er Evoli will ich mir eventuell aufheben, beziehungsweise wenn, dann einen Nachtara daraus machen. Denn nach, boah, 500 Sternenstaub nur. Das war so schön im Event. Das war wirklich ein Träumchen. Oh Mann, da wird man sich erstmal wieder an die Normalitäten gewöhnen müssen, so. 500 Staub aus einem Ei, ich meine, was ist das? 500 Staub, das ist weniger als ein Tauboga im Event gegeben hat. Nidoran, das ist aber definitiv auch kein Event-Ei. Okay, dann habe ich schon 2 Nicht-Event-Eier. 405, nein, das ist definitiv kein ganz gutes, glaube ich. Aber PewDiePie hat bestimmt schon eingeblendet, hier IV-mäßig und so. Das heißt, ich werde jetzt, sobald diese Event-Eier weg sind, einen Gang zurückschalten, auf das Halloween-Event warten, Hoppspross. Okay, sorry, waren tatsächlich noch mehr sogar dabei. Einen Gang zurückschalten, Super-Inkubator-mäßig. Vielleicht ein paar vorbereiten, aber dann, wenn im Halloween-Event tatsächlich Doppel-Candy oder so kommen sollte, bin ich gerüstet. Ich kann dann zeigen, wie viel ich mir gekauft habe. Und das letzte Ei vorerst. 5er, 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 1 Schlurp. Okay, sorry, das habe ich falsch in Erinnerung. Dann waren das ja... Da war fast gar nichts mehr eventmäßig dabei. Aber 2 Zehner habe ich noch. Die müssten noch vom Event sein. Ein Schlurp ebenfalls schon extrem lange nicht mehr gesehen. 743 Wettkampfpunkte. Das kann ich jetzt bei dem Kollegen gar nicht so einschätzen. Aber wird schon nicht so schlecht gewesen sein, hoffe ich mal. Das sind die letzten 6 Pokémon. Jetzt meine Eier-Moment, das würde mich jetzt aber interessieren. 5.10. nach dem Event, 5.10. nach dem Event, 3.10. Das könnte noch vom Event sein, ich weiß nicht, um wie viel Uhr ich das bekommen habe. Und 3.10. Also die beiden sind eventuell noch spezielle Event-Eier. Und wenn wir mal auf Ausbrüten beginnen klicken. Ich habe es mal gezählt, das sind irgendwie so 29, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22, 23, 24, 25, 26, 26. Das heißt, genau, es waren glaube ich 29, ein paar habe ich jetzt schon auch verwendet, aber nun werde ich die erstmal sparen für ein Halloween-Event oder ein anderes Event. Und fürs normale Ausbrüten kaufe ich mir definitiv die normalen Brutmaschinen. Auch wenn es natürlich inventarplatzmäßig ärgerlich ist, aber was soll's, eine Sache, das war eine optische Täuschung. Ich dachte eigentlich, dieses Simsala ist schon maximal gelevelt. Aber Pustekuchen, das kann noch mehr bekommen. Doch ich habe leider keine Bonbons mehr. Für Prag bin ich gerüstet. Ich habe jetzt mein Inventar komplett voll gemacht. Knapp 400 Pokébälle, Superbälle habe ich teilweise immer zerstört. Und Hyperbälle können vielleicht so 50 bis 100 extra noch nicht schaden. Lockmodule werde ich dort ordentlich zünden. Ich werde ganz Prag hier in Blütenstaub erleuchten lassen. Hier meine Statistiken und Medaillen. Ich hoffe ja ganz stark, dass da... was dazu kommt, hier Safari-Zone, eine 2. Medaille, bin schon gespannt, 29,91 Millionen Erfahrungspunkte, ein Wochenende lang, ich meine, erfahrungspunktemäßig wird sich da nicht so viel tun, ich habe, oh Mann, das muss ich zeigen, Drachenprofi 191, ich habe am letzten Tag, wo ich noch ordentlich versucht habe zu eskalieren, Sternenstopp-mäßig, aus Versehen, weil ich gerade mit anderen Leuten gequatscht habe, Grüße an Selim, Tarek und Kokage, habe ich ein Dratini geplust? Nein, ich will nicht euch als Ausrede nehmen. Ich habe ein Dratini geplust im Lokmodul. Wer rechnet denn mit sowas? Oh Mann. Naja, egal. Das Leben geht weiter.
Na gut, das waren jetzt wirklich meine letzten Event-Eier. Die 2-10er packe ich vielleicht noch irgendwo rein in ein Video. Für jetzt soll es aber mal gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.